Altersheim für Junkies, was früher undenkbar war, ist nun Realität. Als Kinder und Jugendliche sind sie heroinabhängig geworden in den 70er Jahren. Wir kennen alle diesen Film, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das waren die 70er, Ende 60er. Und ganz viele sind eben bis heute nicht runtergekommen. Ja, und die Überlebenden aus der Drogenszene kommen jetzt in ein Seniorenalter. Und wenn sie großes Glück haben, in eben eine Einrichtung wie das Projekt Lysa in Unna. Sie war die Ikone der deutschen Junkies der 70er Jahre, Christiane F. Noch heute wird Berlins Bahnhof Zoo mit ihrer Lebensgeschichte identifiziert und mit dem Film zu ihrem Buch. Immer wieder Tote auf den Toiletten, Beschaffungskriminalität und Kinderprostitution. Eine Geschichte, die sich in vielen deutschen Städten wiederholt. So wie Martins Geschichte. Der ist 50 und hat eine lange Drogenkarriere hinter sich. Als er 13 ist, stirbt seine Mutter. Er schmeißt die Schule, landet auf der Straße, wird heroinabhängig. Er zeigt uns seinen Junkie-Treff in Unna. Hier hat er sich durchgeschlagen, so gut es ihm ging. Man sucht sich dann eine trockene Schlafstelle, Schlafsack, vielleicht noch eine Flasche Schnaps dabei. So ist das Leben draußen. Man bettelt vielleicht Leute an oder man geht klauen. Jeder Junkie hat sein Gebiet. Jetzt kommen die überlebenden Drogenkinder der 70er ins Seniorenalter. Diese Einrichtung in Unna bietet ihnen die Chance auf ein menschenwürdiges Leben. Hier werden die um durchschnittlich 15 Jahre vorgealterten Junkies mit Drogenersatzstoffen versorgt und an einen normalen Tagesrhythmus gewöhnt. Für die meisten, wie auch für Martin, die letzte Rettung. Es ist immer einer da, wo ich mit reden kann und so. Und das brauche ich auch mit 50 noch, weil man eigentlich sagen kann, dass ich bei 13 stehen geblieben bin. Und das ist das Problem. In einem normalen Seniorenheim wären Ex-Junkies wie Martin Fremdkörper. Die anderen Bewohner begegneten ihnen mit Angst und Abneigung. Die Lebenserfahrungen viel zu unterschiedlich, weiß Sozialarbeiterin Annabelle Diaz. Eine Klientin sagte zu uns, was soll ich denn da sagen, wenn die über mein Haus, meine Kinder, meinen Vorgarten, meinen Job, soll ich da sagen, ich war 10 Jahre anschaffen, 15 Jahre anschaffen, ist doch das Gespräch beendet. Soll ich sagen, ich habe gedealt, ich war im Gefängnis, die haben in Parallelwelten gelebt. Alleine schon das macht ja einsam, wenn man keinen hat, dem man sich mitteilen kann. Unter Anleitung der Therapeuten lernen die 14 Bewohner hier zum ersten Mal in ihrem Leben kreative Beschäftigungen kennen. Allein das Stillsitzen dabei fällt Martin schwer. Knapp 40 Jahre war er auf der Straße, ständig gehetzt und rastlos. Wenn ich das alles so sehe und ich habe jetzt so ein schönes Zuhause gefunden und ich merke jetzt hier wieder, ich merke schlechte Gedanken, kriege ich. Ich mich halt hier den ganzen Tag meist über aufgehalten habe. Drogen, Alkohol, irgendwie. Und ich lebe jetzt praktisch in einer schönen Gemeinschaft auf das Altwerden. Altwerden in Würde. Erst Einrichtungen wie das Projekt Lysa machen es Ex-Junkies wie Martin möglich. Noch nie hat er so viel Gutes im Leben erfahren. Ein eigenes Zimmer, regelmäßiges Essen und sogar Taschengeld, 20 Euro pro Woche. Thank you.